Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Clash of Clans mit dem Thorsten. Ja, heute gibt es den ersten Sneak. Ihr habt schon im Thumbnail gesehen und wahrscheinlich auch schon bei vielen, vielen anderen gesehen. Ich hoffe nicht, dass schon irgendwas gelegt wurde. Liegen ist immer ein bisschen doof. Immer wenn so ein bisschen was durchringt, aber ich glaube, das ist ja in jeder Sparte so. Aber was erwartet uns eigentlich heute hier? Uns erwartet überarbeitende Truppen. Also die Truppen wurden ja nochmal komplett überarbeitet. Es gibt im Moment keine neuen Truppen dazu. Wir kriegen, die Truppen bekommen neue Fähigkeiten. Das ist sehr, sehr interessant. Werden wir uns aber alles wirklich im Detail anschauen. Wir haben natürlich auch dann dementsprechend neue Werte, also mehr DPS, weniger Healpoints oder andersrum. Das entnehmt ihr dann bitte den entsprechenden Tabellen oder den Blogs. Wir haben eine neue Heldenmaschine, den Kampfschrauber. Ja, den gucken wir uns auch gleich als erstes an. Und wir haben natürlich den mehrstufigen Kampf in der Bauarbeiterbasis 2.0. Das heißt also so ein, ich nenne es mal so ein Lower Stage und so ein Upper Stage oder so, wo man sich halt eine Tür freischaltet, damit man den Rest des Dorfes angreifen kann. Aber wir gehen mal rein und ihr seht im Moment gar kein Clash of Clans, ihr seht hier meinen Desktop, ja. Denn das Material, was uns ja wieder mal zur Verfügung gestellt wurde, das ist gut. Aber ich denke mal, das ist nicht so prall, dass ich euch das in mein 16:9 Format reinquetsche irgendwo oder in mein 4:3 Format mit Rand, sondern ich zeige euch das einfach im Vollbild. Das ist für mich viel, viel einfacher, als dass ich das irgendwo noch in eine vorhandene Szene reinschnibbel und dann passt das auch manchmal von den Formaten nicht so wirklich. Also wir gehen rein, wie bekommen wir den Kampfschrauber eigentlich präsentiert? Und zwar relativ einfach ab einem gewissen Bilderhall-Level, nämlich Bilderhall-Level 8, könnt ihr euch den Kampfschrauber hier im Shop freischalten. So nenne ich das ja immer. Ihr seht Level 8 Bilderhall required. Also ihr braucht die Bauarbeiterbasis auf Level 8, zumindest das Haupthaus, die Bilderhall. Und könnt euch dann den Kampfschrauber hier freischalten. Was ich sehr, 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 sehr schick finde, endlich ein neues, ich nenne es mal so, endlich ein neues Gebäude. Auch wenn es eigentlich eine neue Belagerungsmaschine, will ich jetzt nicht so sagen, aber es ist eine Belagerungsmaschine, ja. Es ist ein neuer Held. Okay, es ist ein neuer Held und den kann man natürlich auch leveln. Und ihr seht auch seine verschiedenen Sachen, die er machen kann. Also er macht erstmal natürlich ein bisschen Damage. Und er hat auch eine ganz nette Anzahl an Healpoints. Aber er hat dann auch nochmal eine Bombe in der Ability. Also eine etwas größere Bombe, werden wir aber gleich sehen. Und es gibt drei Aufladelevel. Ich bin ja Fan von Aufladen oder überhaupt von Charges. Ich bin überhaupt riesengroßer Fan von Charges. Und es gibt also drei Charge-Level und je höher der Charge-Level, desto mehr Power hat er natürlich vor allen Dingen in der Ability. Das werden wir aber jetzt in einem Video sehen, wie sich der Kampfschrauber, im Englischen heißt er übrigens Battlecopter, hier einmal durchschlägt. Und zwar immer in den verschiedenen Modis hier. Also hier ist er auch noch auf, hier ist er überhaupt auf Level 25. Und ihr seht schon, dass da oben sich so die Balken aufladen. Ja, das heißt also, er charged jetzt, während er fliegt und oder auch während er kämpft. Und wenn er dann fertig gecharged hat, dann kann er seine Ability zünden. Und er kann sie natürlich, glaube ich, auch vorher schon zünden. Aber auf dem letzten Charge-Level ist das natürlich dann nochmal, ich will mal sagen, Bombe, ja, ganz klar Bombe. Und also hier gibt es dann nochmal einen richtigen Kracher. Finde ich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und auch die, also auch die Animation, auch das Design von dem Kampfschrauber passen hier sehr, sehr gut, finde ich, nach Clash of Clans rein. Auch wenn ich, ihr wisst das, überhaupt kein Fan von der Builderbase bin. Finde ich das aber durchaus gelungen hier, dass dort so ein Modell gewählt wurde, was so ein bisschen, ich will mal sagen, so durch die Luft eiert. Und aber hier mit der Ability nochmal ein bisschen weiter oder schneller nach vorne kommt, jetzt auch die Kampftruppen bekämpft. Und so sieht das Ganze auf jeden Fall aus. Und ja, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr darauf gehypt seid, auch, dass ihr endlich eine neue Kampfmaschine bekommt oder eher nicht. Ist auch nicht jedermanns Sache, aber
Naja, wir bekommen natürlich neue Bilder Hall oder überhaupt Bilder Hall Level. Eigentlich nicht keine neuen. Also das ist nichts Neues, was ihr jetzt seht, sondern das sind einfach die Bilder Hall Level, die wir wahrscheinlich schon kennen. Also die, die länger spielen, kennen das natürlich schon von Level 2 bis Level 9. Es gibt immer ein bisschen was dazu. Meistens Verteidigung, meistens ein paar Mauern oder Traps, also Fallen. Und dementsprechend wird das Dorf natürlich immer voller. Ab einem gewissen Level gibt es dann auch Sachen für das, ich habe es da so Upper Dorf genannt, aber das ist eigentlich noch so das Gewohnte, was wir so kennen. Auch das Interface hat sich jetzt nicht ganz verändert. Unten steht natürlich Attack 7. Da weiß ich noch nicht genau, was das auf sich hat. Aber jetzt geht es hier schon ins Eingemachte, Builder Hall 5. Und bei Builder Hall 6, glaube ich, war es. Wird der Zugang freigeschaltet, da seht ihr es, da oben ist das Türchen offen und dann geht es in die andere Richtung rein oder es geht dann in die andere Base rein und da seht ihr schon eigentlich auch ein neues Gebäude, Ottos Outpost, also auch Otto hat einen neuen Outpost bekommen, viel schicker als der alte, viel extravaganter, will ich mal so sagen, also Otto-like, gar keine Frage. Und auf 7 sind das nur wenige Veränderungen, aber ihr seht vor allen Dingen, die Mauern verändern sich hart und ich glaube, die Level der ganzen Gebäude steigen denn auch im Endgame so ein bisschen an. Und besonders auffällig sind allerdings ein paar andere Sachen, aber komm ich gleich zu, deswegen zeige ich euch das auch gerne hier im Vollbild. Da sieht man einfach viel, viel mehr Leute. Und ich kann es vor allen Dingen auch mal anhalten, wenn ich das möchte und kann dazu was sagen. Also mir fällt das so viel, viel einfacher, als dass ich euch das irgendwo natürlich auch irgendwann in-game zeigen kann, wenn das Update denn draußen ist. Das wissen wir immer noch nicht, wann es kommt. Aber der erste Sneak ist auf jeden Fall schon mal da. Und ich denke mal, es sind trotzdem ein paar neue Sachen für euch dabei, die ihr bisher vermutlich noch nicht gewusst habt und die ich natürlich auch noch nicht gewusst habe. Ich bin längst noch nicht mit Lesen durch, was die ganzen Notes angeht, denn die sind mal wieder riesig anzusehen. Aber das war jetzt nichts Unbekanntes hier, außer jetzt der neue Outpost hier und die neuen Gebäude, die wir hier eigentlich haben, ist, jetzt muss ich mal gerade schauen, New Buildings haben wir hier. Jo. Das sind die neuen Gebäude, die wir haben. Also erstmal den Kampfschrauber als erstes da unten links. Das ist ein neues Gebäude, also das hat auch Trefferpunkte, das muss man dann auch runterhauen. So nenne ich das immer. Das ist der neue Outpost. Der sieht sehr, sehr schick aus. Also nicht mehr diese kleine Wanderhütte da, sondern ein richtiger ja, Outpost, so will ich es mal sagen. Sieht richtig cool aus, richtig cool animiert da mit dem Rad und mit dem kleinen Ding. Was heißt mit dem kleinen Ding? Das kleine Ding verteidigt. Das heißt, das kleine Ding verteidigt und das sind die kleinen Dinger, die letztendlich verteidigen. Ich glaube, die kennt man aus Clash Royale. Die dann da rauskommen und den Outpost noch so ein bisschen verteidigen wollen. Ein Seppi, ich glaube, das kommt aus Clash Royale. Und die bekämpfen einfach alles, also Boden sowie Lufttruppen und Single-Target-Damage, also kein Flächenschaden. Und finde ich sehr, sehr gut. Also auch eine, ich nenne es mal so, verteidigende Einheit oder ein verteidigendes Gebäude. So will ich es mal sagen. Dann haben wir, ja, das Armeelager ist auch neu designt. Also wenn ihr euch die Armeelager jetzt anschaut, die sehen ein bisschen flach aus und ein bisschen unlieblich. Die neuen Armeelager sehen einfach viel, viel cooler und viel, viel schicker aus, muss ich mal so sagen. Und ist auf jeden Fall mehr ein Hingucker, sage ich mal. Ja, und das ist ganz neu hier. Wer ist denn in den Topf gefallen? Na, könnt ihr euch dran erinnern? Wer da nicht mehr von kosten darf, vom Nektar der Heilung. Obwohl bei dem anderen Kollegen war es ein anderer Nektar, den er nicht mehr bekommt. Dieses hier ist eine, ja, eine Heilstation. Also hier wird Heilung gebraut. Und diese Heilung werden wir gleich auch im Einsatz sehen. Das heißt also, hier wird Heilung gebraut. Und witzigerweise ist die Suppe vom Master Builders Grandma Rezept gekocht wurde und die Truppen können davon essen auf dem Weg zur nächsten Stage und
können dann so ein bisschen von ihrem Heal recovern. Also sie bekommen ein bisschen Heal zurück. Heal Recovery 24% natürlich auf Level 6. Das müsst ihr dann ein bisschen runterrechnen, wenn die Hütte noch nicht so hart gelevelt ist. Aber finde ich sehr, sehr gut. Und fiel mir sofort ein, als ich diesen Topf sah, diesen Trunk sah, da fiel mir sofort der Kollege ein, der im zarten Kinderalter da mal reingefallen ist und dementsprechend nichts mehr abbekommen vom Kuchen. Wir haben, jetzt muss ich mal gerade gucken, das ist Chapter Change, Battle Machine, die verschiedenen Change Level hier im Battlecopter. Ja, und hier sieht man es auch, beziehungsweise auch der will gelevelt werden. Ich bin mal gespannt. Es wird ja kein neues Elixier geben. Das heißt also, der wird wahrscheinlich wieder Elixier kosten. Genau wie die zusätzlichen Truppen Level dann auch. Und aber auch hier seht ihr den Charge Level. Er geht auch hier von 1 oder überhaupt von 1 bis 3. Das ist bei anderen Sachen teilweise auch so. Da gibt es teilweise aber auch nur ein Charge Level. Ist halt verschieden. Und man kann den bis zu Level 20 improven, beziehungsweise ich glaube, der geht noch ein bisschen höher, aber auch alle 5 Level bekommt er halt nochmal so ein Ability Rush mit dazu. Und hier sehen wir nochmal im Einsatz, also dann nochmal mit Ability, beziehungsweise kurz einmal gezogen, und die erste ist halt, dass er ein bisschen schneller ans Ziel kommt. Und jetzt lädt das Ganze aber auf. Also hier wurde er jetzt nicht gezündet, denn dann wäre er ein bisschen schneller. Er fliegt jetzt also zur ersten Defensive und geht dann auf die ersten Gebäude. Er geht also nicht erst auf Verteidigung, sondern der geht auf alles drauf, auf Gebäude. Und wenn ihr den im zweiten zieht, habt ihr gesehen, dann moved er einmal ein bisschen schneller nach vorne und wirft schon mal ein Bömmchen ab. So kann man es natürlich auch machen. Oder aber man kann natürlich dann auch jetzt schon die Ability ziehen und ist wieder schneller am nächsten Ziel dran. Und hier sehen wir den jetzt auf 30. Also sie geht auf 30, die Kampfmaschine. Ja, die neue Kampfmaschine geht auf 30. Okay, da haben wir auf jeden Fall was zu tun. Ich bin immer noch nicht so ganz überzeugt von der Bauarbeiterbasis 2.0, ob die auch wirklich so heißen soll. Ob sie wirklich so betitelt ist, so auf dem Schiff, so hier geht's zur Bauarbeiterbasis 2.0. Na, ich weiß nicht so recht. Hört sich noch ein bisschen unwirklich an für mich. Also, Ability gezockt, schneller am Ziel, Bombe weg. Und dann, ja, ich meine, so viel Schaden macht die jetzt nicht, aber sie macht halt ein bisschen Schaden. Ich bin mal gespannt, wie dagegen gebaut werden kann, muss ich sagen, denn es werden sich sicherlich neue Base-Designs daraus dann ableiten lassen. Und wir haben nochmal den Charging-Level hier von der Maschine, beziehungsweise die Battle-Maschine. Ach nee, von der Battle-Maschine. Okay, die hat auch neue Damage per Second, glaube ich, nicht bekommen, aber etwas weniger Hit-Points. Und ist aber immer noch der elektrische Hammer, der die Ability hier rausballert. Aber auch hier kann gecharged werden. Und je höher gecharged wird, desto stärker ist Damage per Second und die Heal Recovery natürlich. Also die Heilung, die die Kampfmaschine dann zurückbekommt. Und ihr seht dann auch hier, es gibt dann auch einen Flächenschaden dann nochmal, der je nach Level dann mehrere Gebäude nochmal, ich nenne es mal so, anhittet leicht. Ja, also das ist jetzt Stufe 1 hier. Ab Stufe 2 gibt es erst ja die neuen Gebäude, aber ihr seht das hier, lädt schon mal auf, warum auch immer. Hat ja so gut wie nichts verloren gerade. Weil im Moment schießt ja gar nichts auf die Kampfmaschine. Jetzt schießt das erste Mal überhaupt was auf die Kampfmaschine, nämlich der Bogenschützenturm. Und jetzt wird hier bis zur zweiten Ability, denke ich mal, geladen. Und dann bekommen auch, dann sehen wir auch, dass das hier das Gebäude oder jetzt gleich da oben, ich habe die Videos auch erst einmal gesehen, er lässt noch ein bisschen laufen, dass dann zwei Gebäude noch so, schon mal so ein bisschen Schaden erleiden. Ihr seht das, er haut mit dem Elektrostrahl gleich auf zwei Gebäude gleichzeitig. Ah, okay. Gleich auf zwei Gebäude gleichzeitig. Und es gibt aber noch eine andere Truppe, die auch ein bisschen Schaden an mehreren Sachen macht. Also wenn er einmal zieht, dann ist der Effekt noch nicht so, aber bei der zweiten Ability, der schockt dann schon auf zwei Gebäude, und beim dritten Hochladen, beim Chargen,
sind es dann schon 3 Gebäude. Sehr, sehr cool. Also der Elektrohammer hier springt dann über. Also ein Kettenblitz. Finde ich in Ordnung. Finde ich in Ordnung. Denn man hat jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr im Angriff zu tun, als nur, ich sag mal so, ich mach mal ein Dorf und dann war es das. Sondern man muss jetzt schon ein bisschen sehen, wie man sich auch die Kapazitäten aufteilt, beziehungsweise die Truppen aufteilt, dass man auch beide Stages schafft. Also, ja, ich weiß gar nicht, wie Supercell das benennt, Upper Stage, Lower Stage oder Central Stage und Medical Stage oder so. Ich weiß es noch gar nicht. Müsste ich mal schauen. Daran hört ihr auf jeden Fall, dass ich mich noch nicht so mit dem neuen Bauarbeiterbasis überhaupt beschäftigt habe. Geschweige denn mich überhaupt darum gekümmert habe, um mal zu checken, was hier geht. Aber bei der Kampfmaschine geht einiges, Leute. Das seht ihr. Auf jeden Fall viel, viel mehr, als das jetzt geht. Finde ich aber gut. Die kleine, aber feine Verbesserung hier mit dem Hochladen. Ich mag Hochladen einfach. Ich mag das elektrische Laden einfach. Ich bin ein Electric Fan Loader. Okay. Dann haben wir hier jetzt die, wie haben die das gerade genannt? Second Stage haben die das genannt. Second Stage heißt das bei denen, okay. Aber das ist noch die normale Stage hier. Und erst wenn die normale Stage, sage ich mal, geräumt ist, bekommt ihr Zugang zu der Second Stage. Und dann geht erst das Türchen da oben auf. Also vorher nicht, so wie ich das gesehen habe. Und ihr seht jetzt schon so ein bisschen so, was die Truppen hier an Fähigkeiten können, beziehungsweise wie sie switchen können. Das sehen wir aber gleich nochmal ganz im Detail. Und dementsprechend dauert es natürlich auch. Und ihr seht, dass hier der Kampfschrauber macht jetzt auch nicht so ultra viel Schaden. Wenn er jetzt die Ability zünden würde, hätte er natürlich die Bauarbeiterbasishütte etwas eher down. Aber ich kann mir vorstellen, dass er die da unten zündet, damit die ein bisschen mehr Flächenschaden macht. Also am Minenwerfer, der juckt natürlich überhaupt nicht. Jetzt kommt die Bombe gerade. Okay, ja, da geht schon ein bisschen mehr auf jeden Fall los. Unten seht ihr auch schon, was der Riese so um sich rum hat. Der Riese hat nämlich eine Heilaura um sich rum. Also richtig cool. Und wir sehen auch gleich, dass er so eine kleine Bottle vorm Bauch hat, die ihn immer wieder so ein bisschen hochhalten kann. Und auch hier sehen wir schon die Neuerung am Bomber. Wenn seine Fähigkeit aufgeladen ist, dann schmeißt er halt nochmal so eine etwas größere Bombe. Sieht aus wie so ein bisschen wie so eine Bowlerbombe. Oder wie so eine Bowlerkugel, die dann durch die Base rollt. Und der Kollege hier hat auf jeden Fall jetzt gleich schon die First Stage, so will ich sie mal benennen, geschafft. Jetzt geht das Türchen auf und es geht rüber zur Second Stage. Es laden die Truppen auch ein bisschen healmäßig auf. Habt ihr gerade ganz, ganz kurz, hat man das gesehen in der Animation. Die Farbe hier finde ich übrigens sehr, sehr schick. Also die passt mir richtig, richtig gut. Jetzt wird hier nochmal ein bisschen was getauscht. Und man muss also schon ein bisschen geduldiger sein. Gegen den Kampf immer noch nur 3 Minuten. Konnte ich mir jetzt gar nicht so vorstellen. Aber man kann halt total verschieden vorgehen. Und das finde ich eigentlich an der Bauarbeiterbasis 2.0 sehr, sehr gute Ergänzung oder beziehungsweise Änderung. Denn ihr müsst euch immer in die Lage von Entwicklern versetzen. Entwickelt etwas Neues, was die Community hypt. Ja, ihr müsst etwas Neues entwickeln, wo die Community wirklich mitgeht und die Community hier das Ganze auch wirklich honoriert, indem sie sagt, Mensch, das wollen wir unbedingt, bringt das endlich. Ja, das sieht so nice aus und macht sicherlich auch sowas von Fun. Deswegen gebt dem Team immer ein bisschen Geduld, also seid dann nicht ungeduldig, wenn die Sachen nicht so pünktlich kommen, wie ihr sie haben möchtet. Oh, entschuldigt bitte. Da bin ich gerade auf meinen anderen Bildschirm gerutscht. Dann geht das Video kurz klein. Okay. So, ich habe noch ein bisschen Peach-Tee hier. Vom letzten Livestream. War das Peach? Ah, nee, das war Mango. Okay. Das war Mango. Also am Wochenende werden wir auf jeden Fall wieder ein bisschen streamen, denke ich mal. Wir können dann auch gerne darüber diskutieren. Wenn ihr das ein oder andere nochmal sehen wollt, kann ich euch das natürlich dann auch im Livestream zeigen. Aber der Kollege hat 200% geholt und
Ja, last but not least will ich mal so sagen, gibt es natürlich neue Buildings. Ja, was heißt neue Buildings? Wir gehen mal rein in die neuen Buildings. Ach so, die haben wir schon gehabt. Ja, wieso hab ich die schon gehabt? Wieso habe ich das hier schon gehabt? Ich wollte eigentlich was ganz anderes gezeigt haben. Habe ich denn irgend noch was vergessen? Oh ja, ich hab irgendwas vergessen, ja. Ich habe irgendwas vergessen, stimmt. Und zwar, ja, die neuen Infostreams hier oder die neuen Infoscenes, so heißt es, wenn ihr hier jetzt die Werte seht, die könnt ihr gerne mit den anderen Werten vergleichen, auch was die Ability angeht. Es gibt dann auch einige Einheiten, haben auch eine passive und eine aktive Ability hier. Also wenn man jetzt den Barbaren setzt oder auch wenn man hier die Schleichschützen setzt, aber das kennt ihr selber. Aber ihr könnt selber mal vergleichen. Die Tabellen werden sicherlich in den Blogs wieder veröffentlicht. Die gehe ich auch nicht mit euch durch, weil die sind mal wieder endlos, ist klar. Truppe vorher, Truppe nachher und so weiter. Was hat sich verändert? Also das ist schon ganz, ganz extrem, was hier teilweise die Truppen mehr Hitpoints bekommen haben oder aber auch etwas weniger Damage. Und er hat hier halt auch zwei Abilities, also immer wenn man den Riesen raussetzt, ist er erstmal immun und danach macht er auf der Ability etwas mehr Schaden. Aber wie gesagt, das haben nicht alle Truppen, das haben nur einige Truppen. Viele haben sich, oder jetzt, ich sag mal, es gibt auch die Truppen, die sich nur ein bisschen verändert haben. Und der hier hat ja auch zum Beispiel die kleinen Bomben und er hat dann halt auf der Ability eine etwas größere Bombe, die er dann rausschmeißt. Wie gesagt, sieht so ein bisschen so aus wie so eine Bowlerkugel, ist aber womöglich eine etwas größere Bombe, damit es nicht nur um Mauern geht. Ja, der macht hier, den werden wir gleich noch sehen. Der macht endlich das, was ein Drache machen soll. Der macht endlich das, was ein Drache machen soll, aber komme ich gleich zu. Denn der hat bisher nie gemacht, was ein Drache machen soll. Und auch hier der Mortar oder Cannon Card kann zu einem Mortar umaktiviert werden, sehen wir aber gleich auch. Das finde ich sehr, 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 sehr spannend, muss ich sagen. Damit kannst du sicherlich richtig viel schon in einer Base reißen, wenn es darum geht, einen Funnel zu nehmen oder aber tatsächlich so lange zu bekämpfen, bis man dann wieder umstellt. Und hier sind immer, oder hier bei der Nachthexe gibt es immer vier, glaube ich, Fledermäuse, die da sind, und es kommen noch mal sieben, glaube ich, mit hinzu, oder 11, ne, sieben, ne, kommen noch mal mit hinzu, wenn die Ability genutzt wird. Das Dropship hier hat auch nach wie vor die Skelette, die abgeworfen werden, und aber auch eine große, 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 große Tonne, die einem einmal nur abgeworfen wird. Und Frau Pekka hier wird so ein bisschen, ja, ich nenne es mal so Erdbebenschaden machen. Das sehen wir aber auch gleich eine kleine Neuerung. Also die wird so ein bisschen elektrischen Erdbebenschaden verursachen. Und die neuen Abilities können wir uns auch im Detail mal anschauen hier. Also die das gechanged bekommen haben. Ja, ihr seht, die Barbaren tauchen hier jetzt schon gar nicht auf. Das wäre ja eigentlich so die erste Truppe. Aber hier seht ihr jetzt auch. Ich finde es total niedlich. Der Riese mit dieser Heal-Pulle da vorm Bauch oder da an der Buchse. Und das ist halt seine Ability. Er kann sich halt selber ein bisschen hochheilen. Finde ich sehr, sehr schick. Ich weiß auch nicht, ob das an allen Truppen so geht oder ob das jetzt wirklich nur an dem Riesen geht oder ob auch andere Truppen diese Ability nutzen könnten. Ja, das weiß ich jetzt halt nicht. Aber ihr seht hier, ich meine, der Bomber hat nie nur Mauern gemacht. Er hat natürlich auch Gebäude gemacht. Aber dadurch, dass die große Bombe hier jetzt durchbounced, kann der nochmal eine kleine Ecke weiterkommen. Er hat auch ein paar mehr Heal Points. Ihr seht das hier. Auf dem wird etwas mehr geschossen. Hier, jetzt kommt die große Kugel nochmal. Und der hält, glaube ich, ein bisschen mehr aus als vorher. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Okay. Die bekannte Nachthexe hier, das sind erstmal vier Fledermäuse, die so ein bisschen für Trouble sorgen, und sie macht natürlich auch selber nach wie vor ein wenig Schaden mit ihrem Zauberstab, der auch so ein bisschen aussieht wie so eine Zweihand-Axt. Aber dann kommen sieben Stück, glaube ich, dazu. Also mit Masse sind es dann 11, die hier durchs Feld gehen und
Jetzt kommt der Babydrache, jetzt kommt eigentlich das, was sie eben schon gesagt hat. Endlich macht der Drache das, was er machen soll. Endlich macht der Drache das, was er machen soll. Er speit Feuer, Leute. Ein Drachen, der kein Feuer speit, ist kein richtiger Drachen. So. Und bisher hat dieser Drachen hier nie richtig Feuer gespien. Und jetzt macht er das aber und ich finde es total öcki. Und auch diese Umstellung hier finde ich total öcki. Dass man die Kanonenkarre jetzt zu einer Kanone und wieder umgedreht dann stellen kann, wenn die Ability da ist. Und beziehungsweise kann, nee, ich glaube, die kann man einfach so umstellen, ne? Ihr seht das hier, hier kann man wunderbar mit am Rand Einheiten räumen, bevor die denn kaputt gehen. Und ja, das fand ich sehr, 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 sehr schick. Hier seht ihr jetzt auch nochmal das den Skelettballon mit dem Riesenfass da. Wenn das losgelassen wird, dann bumm, ist das schon ein ganz schöner Einschlag. Ansonsten kommen dann natürlich im Moment nur die Skelette raus. Hier gibt es also keine zusätzliche Ability, die nochmal quasi, dass die Skelette da oben in dem Ballon nochmal ein Fass ausrollen oder ein Fass aufmachen. Und ja, Frau Pecker, ihr seht das hier leicht elektrifiziert um die Füße herum. Und wenn dann angefangen wird zu kämpfen, dann wird einmal auf den Boden gestampft und die Elektrik hier, ah, das sah richtig, richtig krank aus. Die Elektrik nimmt noch mal ein paar Gebäude schon mal mit. Also so ein bisschen Erdbebenzauber mit Elektroeffekt, würde ich sagen. Richtig, richtig cool. Ja, alle anderen Sachen, kann ich euch so sagen, sind Stats und New Troops. Also das sind jetzt wirklich nur noch PDFs und die Notes zu denen hier könnt ihr, ne, deswegen, ich gehe hier gar nicht so hart drauf ein, das könnt ihr euch alles ganz in Ruhe, denke ich mal, im Clash of Clans Blog anschauen, also da könnt ihr auch so nachsuchen, Clash of Clans Blog, dir, wenn es denn in Deutsch auch schon verfügbar ist, könnt ihr auch dort die Sprache von Deutsch auf Englisch stellen, aber ich denke mal, das sprengt dann doch ein bisschen den Rahmen von so einem Video. Ich hoffe, das hat euch trotzdem ganz gut gefallen. So ein bisschen Sneak Peek hier mit mir, gerade über die Bilderhall oder Bauarbeiterbasis 2.0 ist von mir auch nicht so, so favorisiert. Also ich wollte das aber mal festhalten, denn das Gute ist, ich lerne dann daraus auch so ein bisschen kennen, ohne dass ich es mir stumpf durchlese, sondern wenn man es einmal gequatscht hat, dann versteht man das ein oder andere sicherlich besser. Es gibt sicherlich auch das ein oder andere, was ich noch nicht so gut verstehe, aber ich verstehe, wenn ihr mal einen Daumen nach oben da lasst, vielen lieben Dank. Oder auch ein Abo, finde ich auch ganz nett. Und dann seid auf jeden Fall wieder bei den Livestreams vorbei. Ihr seht unten nochmal die Adresse. twitch.tv/totoclash. Also ich denke mal, programmmäßig geht das heute Abend schon weiter. Und wir sind glaube ich noch ein bisschen in den Clankriegen. Ich weiß es nicht genau. Aber wir sehen auf jeden Fall eine ganze, ganze Menge Clash of Clans. Bis dahin, ich wünsche euch auf jeden Fall ein wunderschönes Wochenende. Euer Toto Clashed.